Und herzlich willkommen zur Kochshow Kocht mit Fetti. So, dazu brauchen wir 2 Tomaten und 1 Käse Mozzarella-Käse. Für alle Veganer, die können bei dem Essen einfach den Käse weglassen. Was brauchen wir noch? Wasser. Vorher müssen wir die Tomaten waschen. Autsch! Das Wasser war auf heiß eingestellt. Jetzt brauchen wir noch ein Messer. Und ein Teller. Da ist der Teller. So, man braucht einen relativ großen Teller, damit man das ganze Zeug verteilen kann. So, man schneidet die Tomaten mit dem Messer. Vorzugsweise dünn, damit dann der restliche Prozess besser vonstatten gehen kann, den ich später erkläre. Ja, Sie scheinen sich jetzt zu fragen, was das mit dem Weihnachtskalender zu tun hat. Es ist so, ich habe mich entschieden, eine Kochshow draus zu machen. Und ist mir egal, ob ihr jetzt hier Weihnachtszeug haben wollt, gibt's nicht. Nix. So. Man sollte bei den Tomaten nicht vergessen, dieses grüne Zeug draus zu machen. Soll giftig sein. Glaube ich nicht. Ja, jedenfalls, damit ich sozusagen mehr Leute erreiche, mache ich jetzt eine Kochshow und eine Weihnachtsshow. Deshalb möchte ich etwas über Tomaten erzählen. Tomaten sind weihnachtliche Früchte. Dieses kann man schon daran erkennen, dass sie rot sind. Rot ist eine Vorzugsfarbe von Weihnachten. Ich weiß mal nicht warum. Wahrscheinlich die Farbe der Liebe. Ich glaube ja nicht, sondern ich glaube eher als die Farbe vom Stress, den die ganzen Leute zu Weihnachten bekommen, weil sie auf immer 1000 Dinge machen müssen zu einer Jahreszeit, weil alles kalt ist und man raus muss. Ja, deshalb rot, weil die Leute rot anlaufen und alle krank werden und nochmal röter sind. Und die Tomate hat sich gedacht, das kann ich auch. Deshalb ist die Tomate rot und eine Weihnachtsfrucht. Die Tomate kann man dann zum Beispiel auch neben dem Weihnachtsstern gerne aufstellen und sagen, Mensch, das ist doch meine weihnachtliche Tomate. Oh, diese weihnachtliche Tomate, ui, ui, ui. Aber das ist ja meine richtige weihnachtliche Tomate. Das gibt es das ganze Jahr ja nicht. Aber zu Weihnachten, da gibt es schon mal Tomaten, nicht? Jedenfalls kommen wir weiter zum Kochen. Kochen für Studenten, die nicht kochen können. Die nennen es Kochen, dabei ist es nur Essen anrichten. Es ist mein Frühstück. Ich war nicht gerade schon in der Uni. Und es ist 11.34 Uhr. Wunderbar, es ist doch vor um 12 Uhr. Wahrscheinlich wird mein einziges Essen am heutigen Tag sein. Na gut, ich bin ja fett genug, da ist das egal. Ja, wenn man die Mozzarella aufmacht, muss man das über eine Spüle machen, weil ja Wasser rauskommt und das egal. Ja, ich habe so rutschige Hände, aber das ist ja vollkommen. Zwischendurch kann ich ja aufmerksam machen auf die Aktionen des Weihnachtskalenders gibt es jetzt erlaufen. Es sind 2 Stück. Das eine wäre, dass man mehrere verschiedene Blätter, Baumblätter, so Blätter bastelt oder presst, die ich dann an meinen Baum hängen kann. Das wäre ganz lieb. Die andere Aufgabe ist, bis zum 20. mir Texte zu schicken, in lyrischer Form, Art und Weise, vorzugsweise zu Weihnachten. Diese Aufgabe, zumindest des Lyrischen, sind schon einige nachgekommen. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken bei euch, ihr Schleimer. Ja, kommen wir aber zum Kochen. Jetzt muss man den Mozzarella schneiden. Da muss man sich viel Mühe geben. Ich gebe mir keine Mühe. Ich will es nur essen. Jetzt muss ich zwischendurch mal schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Ha, das waren das 5 Minuten. Ich habe noch sehr viel Zeit. Deshalb gehe ich weiter mit der Werbung. Heute
ist das 12. und heute ist die Weihnachtsfeier der Soziologie und der Politikwissenschaft im noch besser Leben. 20 Uhr geht's los, das ist ein Flakwitz. Es sollen alle kommen. Am 15. im Eli Pamanoke, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, feiern die Kuwis ab 20 Uhr mit leckerem Glühwein. Müsst ihr auch alle kommen. Und am 19. ist natürlich last but not least und überhaupt das Beste, die Weihnachtsfeier der Philosophie. Da kann man mich sehen. Und wer Bock hat, den Poetry Slam nochmal zu sehen, der sollte dort auch hinkommen. Ansonsten haben wir auch ein schönes Programm mit anderen Poetry Slammern und Musik und Kultur und Bücherwichteln. Wer sonst zur Weihnachtsfeier kommt, soll ein Buch mitbringen in verpackter Form, Art und Weise. Das wäre sehr zu empfehlen. Ich bin fast mit dem Kochen fertig. Nein, man stellt das Essen dann nicht in den Ofen. Das kann ich nämlich nicht. So, jetzt müssen wir natürlich geschmacklich das Ganze abfeinern, damit man ein traditionelles Weihnachtsgesteck essen hat. Dazu nehme ich etwas Öl, Olivenöl. Ich hasse Öl, ich nehme kein Öl. Ich nehme Balsamico-Essig, das ist so schön. Lecker, lecker Balsamico, Balsamico. Njam, 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 njam. Es ist alle. Jetzt können wir das noch abwürzen. Aber unsere Gewürze sind alle. Also esse ich so, oder? Nie ausgewürzt sind alle. Und gut. Nun rate ich allen, auch dieses traditionelle Weihnachtsessen nachzumachen. Und ja, bevor ich beende, möchte ich wieder eine alte Tradition aufleben lassen. Ich wollte euch ja immer was von meinem Zimmer erzählen, was Witziges und überhaupt ein Feature. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, 2 Minuten, das ist super. Dann möchte ich euch was dazu erzählen. Das sind Gardinenstangen, die da oben hängen müssten. Sie hängen nicht mehr, weil sie runtergekommen sind. Und sie sind deshalb runtergekommen, weil ich die da dran hatte und da auch so eine lange Gardine dran hatte und ich hatte mich hier hingestellt, also hier hingestellt und wollte die Gardine rüberziehen, bin aber drauf getreten und die Gardinenstange ist runtergefallen, mir auf den Kopf gefallen und hab dann laut geschrien und mein Mitbewohner hat nur gelacht und ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen, war schon bettfertig und lag dann so am Boden, so. Ja. Er hat sich einen feuchten Kehricht um mich geschert, er hat einfach nur gelacht. Aber ich habe ja auch gelacht, deshalb ist das okay. Ja, und jetzt muss ich irgendwann mal wieder diese Gardinen anbringen. Aber die Wände sind so marode, die fallen immer wieder raus. Und weil das andere mir auch mal fast wieder auf den Kopf gefallen ist, habe ich gedacht, nein, nein, diesmal nicht, ihr bösen Gardinenstangen. Ich lasse einfach die Fenster offen, da kann jeder reinschauen. Das ist vollkommen okay. So. Nicht vergessen, Weihnachtsfeier am 19. Philosophie oder heute Povi Sozi oder am Donnerstag Kubi. Und die Aufgaben nicht vergessen, lyrische Texte bis zum 20. und Blätter mir für diesen Baum zu senden. So, ich glaube, das reicht. Jetzt esse ich. Yam, 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 yam. So ein leckeres Weihnachtsessen. So ein leckeres Weihnachtsessen. Das ist ja so lecker. So lecker, lecker, lecker. Essen. Also Tomaten sind eigentlich total unökonomisch. Die werden hier irgendwo produziert und werden dann hierher gefahren. Das ist schon von der CO2-Bilanz nicht so gut. Ich glaube, das ist beim Käse nicht besser. Regional wäre besser. Aber es gibt keine Tomaten. Also ich wäre ja für die Klimaerwärmung. Dann könnte man regional Tomaten züchten. Aber dann haben wir auch wieder keine gute CO2 oder keine schlechte.